Hallo zusammen, willkommen zurück bei Transportfieber 2 mit einer neuen Karte. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Es gibt jetzt mehrere Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe. Der Hauptgrund war es, dass ich die Schifffahrt viel mehr nutzen wollte. Und das war in der Savanne nicht so gut umsetzbar. Hier gibt es wenigstens große, lange Flüsse und vor allen Dingen an den Flüssen liegen auch Städte. Dann können wir wirklich die Schifffahrt richtig ausnutzen, Passagierschiffe, Güter transportieren. Wir haben jetzt zum Beispiel hier Hanoi, eine Stadt am Fluss. Dann hätten wir weiter oben Dunguan, wieder eine Stadt am Fluss. Dann geht es noch etwas höher. Hier kommt noch Bandung, wieder eine Stadt am Fluss. Und ja, ich habe da richtig Lust drauf, auch die Schifffahrt zu nutzen, nicht nur Züge. Und was mir hier an der Karte auch sehr gut gefällt, sind diese Täler und Canyons. Und das wird schon eine Herausforderung. Hier müssen wirklich richtig viele Brücken gebaut werden. Und das kann man wirklich mit Fummelei, Fingerspitzengefühl sehr schön gestalten. Ja, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran, auch wenn es nochmal von neuem losgeht. Ich hoffe, dass ich aus meinen bisherigen, ja nicht Fehlern, aus meinen bisherigen Misserfolgen gelernt habe, dass ich jetzt alles besser machen kann. Und der zweite Grund war, ich war schon im Jahr 1930, das heißt 70 Jahre Spielzeit, und ich hatte gerade mal plus minus null auf dem Konto mit einem Gewinn von ungefähr 1-2 Millionen im Jahr. Und das war viel, viel zu wenig, um wirklich die ganzen modernen Fahrzeuge zu nutzen. Von daher geht es hier nochmal neu los. Wir werden mit dem Geld sparen und mal schauen. Ich hoffe, es läuft besser. Ich hoffe, euch gefällt's. Und ich hatte jetzt mal eine Strecke schon vorbereitet. Jetzt muss ich eben schauen, wo die Strecke hin ist. Und zwar hatte ich jetzt hier eine Ölquelle. Da hatten wir in der letzten Folge herausgefunden, dass Öl richtig viel Einkommen bringt. Jetzt weiß ich nicht, ob das genau hier auch der Fall ist, denn die Strecke ist recht kurz. Ob es jetzt von der Länge her Unterschiede macht, werden wir gleich sehen. Ich habe den Zug noch nicht fahren lassen, wollte ich jetzt gern in der Aufnahme machen. Und ja, das hatte ich bisher jetzt vorbereitet. Hier habe ich einen Kopfbahnhof, hier habe ich einen Kopfbahnhof. Hier haben wir das Zugdepot, die Ölquelle und hier die Ölraffinerie. Das soll jetzt erstmal als Geldpumpe dienen. Ich würde sagen, wir lassen mal laufen. Den Zug hatte ich jetzt auch schon gekauft. 5 Waggons angehangen. Und dann sollte der eigentlich gleich erscheinen. So, hier kommt unser erster Zug, der vom Band rollt. Zehn Waggons hat er jetzt dran. Und jetzt lassen wir den hier über die Weiche fahren. Dann drehen wir den Zug, dass der das Öl abholen kann. Ich habe das jetzt mit Absicht nicht wieder schräg gebaut. Ich wollte jetzt nicht so ein großes Durcheinander auf dieser Karte veranstalten, sondern alles schön parallel bauen. Wir können ja unsere Bahnhöfe nach Belieben erweitern. Von daher habe ich jetzt auch Kopfbahnhöfe gewählt, keine Durchfahrtbahnhöfe. Könnte man jetzt auch sagen, okay, das tun wir jetzt später noch ändern. Wäre jetzt auch kein Thema. Und auch hier, wisst ihr was, wir können dem Zug wieder sagen,
Nee, warte, das muss man wohl über den Linienmanager machen, dass er in der Abzweigung nur losfahren soll, wenn er vollgeladen ist. Sehr schön, hier ist schon das erste Öl. Schau mal, 52 sind gelagert. Also 10 Waggons haben wir dran auf der kurzen Strecke. Bin ich gespannt, ob die Ölquelle ausreichend Öl produziert, dass wir das auch wirklich alles wegtransportieren. So, das sieht schon gut aus. Gleich haben wir 70 geladen. Und da macht er los zum ersten Verkauf. Ihr merkt schon, ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, nicht so die Draufsicht zu nutzen, sondern auch öfters mal einfach das Spiel genießen. Das heißt, mir die Loks zu betrachten, die Warnabläufe. Hier haben wir mächtig zu kämpfen, da hört er schon, wie er schnauft. Mit 7 km/h zieht er hier lang hin. Und da geht es wieder bergab. So, rein in den Bahnhof und dann schauen wir mal, was am Profit hier aufploppt. 237.000. Ja, sag ich mal, ist okay. Wir schreiben ja das Jahr 1860 und da sind 200.000 mit dem ersten Zug. Eine annehmbare Summe. Projekt 1 somit erfolgreich am Laufen. Wir schauen mal hier. Ja, 120 Öl gelagert. Das funktioniert hier. Im Projekt 2 wird eines, was ich bisher noch nicht gemacht habe, Personen transportieren. Und zwar eine Personenzugstrecke. Und zwar, auch hier hatte ich mir jetzt schon mal einen Überblick verschafft, wie es denn am besten wäre. Wir könnten jetzt Zunyi mit Bagdad verbinden. Was ich jetzt aber nicht vorhatte, ich wollte gerne hier drüben nach rechts zu Pukuwa. Was für Namen. Ja, hier in die Stadt werden wir jetzt einen Bahnhof bauen. In Zunyi einen Bahnhof und dann würde ich sagen, leg Maschinen und nehmen wir noch einen Kredit weiter auf und dann können wir die ersten Passagiere hin und her befördern. Da sehen wir auch, wo es grün ist, ist Bevölkerung, sind Wohnhäuser. Und ich würde natürlich gern den Personenbahnhof hier in diesem Bereich bauen. Das heißt, ich würde diese Straße wegreisen. Hier hinten noch ein Haus gleich wegreisen. Ihr seht gleich auch warum. Passagierkopfbahnhof, ein Gleis, 120 Meter. Das lassen wir erstmal. Wenn wir das nämlich jetzt hier anbinden, da seht ihr schon, was wir alles anschließen, oder? Hier, es ist echt schwer, wo man das anbindet. Hier haben wir jedoch zum größten Teil noch die Industrie und Gewerbe mit eingebunden. Clever wäre es, hier oben einzubinden.
laufen wir Plan um. Wir bauen den jetzt hierher. Wir werden dieses Haus abreißen. Wir schauen uns das nochmal an. 4 Einwohner. Ja. Tut uns leid. So ist das aber. So, direkt ran bis an die Straße. Dann ist er schön in die Stadt integriert. So soll es sein. Bahnhof 1 steht. Bahnhof 2 schauen wir uns auch an. Auch hier wird nicht leicht, hier einen passenden Punkt zu finden. Im hinteren Bereich Industrie, Gewerbe und im vorderen Bereich hier alles Wohngebiet. Wir reißen auch mal hier die Straße weg. Leider das Wohnhaus jetzt mit weggerissen. Und den noch so einbauen. Würde mir jetzt auch gefallen. Da tun wir zwar eine richtige Kurve fahren, aber naja. Es muss nicht alles perfekt sein, es soll einfach nur schön sein. Darauf lege ich in dieser Staffel. Haben die jetzt da was hingebaut? Ein Haus? Nee. Dachte schon. Doch, Tatsache. Müssen wir Pause machen. Jetzt haben die in der Zeit später ein neues Haus hingebaut und wir müssen das nochmals abreißen. Bahnhof, den können wir nachher auch richtig schön mit Gebäuden, mit größeren Bahnsteigen ausbauen. Und ich sag mal, es soll einfach schön werden. Und ihr seht schon, ich lasse mir auch Zeit. Ich will das jetzt alles nicht hier übereilen, schnell, schnell bauen. Nein, es soll langsam und gut werden. So, hier müsste jetzt auf 50 km runter, halb so wild. Die letzten Meter, das ist verziehen. Jetzt schauen wir mal in etwa, wo wir lang bauen. Es ist natürlich eine riesige Strecke. Oh, hier wird es schon richtig teuer hier vorne. Da müssen wir auch einen kleinen Abschnitt bauen. So, die Straße. Was machen wir mit der Straße? Mir geht, wird gar nicht so teuer wie gedacht. 10.000. Oha. Das ist ja eine mega Entfernung. Ich hoffe mal, dass hier unser Geld überhaupt reicht. Obwohl wir eigentlich noch einen Kredit aufnehmen könnten. Hier haben wir einen gewaltigen Höhenunterschied. Jetzt könnte man natürlich in so eine kleine Senke reinbauen. Kostet. Oder wir sparen uns das Geld und hoffen, dass der Zug genug Schwung hat, um diese
ja, Erhebung zu meistern. Was ist hier los? Falsch Punkt erwischt. Sehr schön. Wie sieht's denn aus? Ja, kann man nicht meckern. Macht einen guten Eindruck. So sollte es sein. Was haben wir hier gemacht? Das Gleis daneben gebaut. Wie passiert denn sowas? Jetzt haben wir es. Zu 800.000 bauen wir noch das Zugdepot. Wir können auch mal inzwischen laufen lassen. Zugdepot, wo packt man das hin? Am besten hier würde ich das gerne hinbauen. Ich schaue mal eben, wie sieht das Gelände hier aus. Eigentlich nicht optimal. Hier kommt eine Erhebung. Wir könnten das aber weiter in die Stadt mit einbauen. Warum nicht? Sehr schön. So, die Strecke ist fertig. Jetzt fällt der Zug und die ersten Fahrtgäste. Müssen wir schauen. Ich würde sagen, wir nehmen gleich mal noch einen Kredit auf 1 Million. Kommen wir nicht weit. Die reicht gerade mal für einen Zug und ein, zwei Waggons. Hier nehmen wir noch bis 7 Millionen auf. Haben wir 2,9 Millionen jetzt für den Zug. Und zuvor machen wir noch eine neue Linie auf. Ach, wie hieß diese Stadt jetzt? So, die nennen wir Personenlinie 1. Ich kann die später noch mal umbenennen. Muss mir erstmal aber jedoch die Städte da merken. So, Linie ist erstellt. Da habt ihr auch gerade gesehen, oder vielleicht auch nicht. Hier hat die Stadt jetzt schon eine weitere Straße angesetzt. Also die Stadt, es kommt Bewegung rein. Es kommt Leben in die Stadt. So, wir kaufen hier den größten Zug, den wir aktuell haben. Wir brauchen Power, wir brauchen hier Speed. Was haben wir denn jetzt? Ist das hier ein Waggon oder? Ja. Kapazität 13, Höchstgeschwindigkeit 40. Okay, mehr haben wir noch gar nicht. Dazu ist diese Lok hier passend. Kostet 300.000. Gekauft. Die Waggons kosten gleich mal auch 307.000. 13 Leutchen. Vier, fünf Waggons. Jetzt haben wir hier schlecht. So, Höchstgeschwindigkeit in Steigung 40 km/h.
und er brauchte 3 Minuten auf 40 km/h. Komm, das muss sich lohnen. Obwohl, das kostet jetzt 1,8 Millionen. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, gleich noch einen zweiten Zug auf die Route zu senden. Ist vielleicht besser, als wenn man den Zug mit zu vielen Waggons überlastet. Ja, wir belassen das mal bei 5 Waggons. Kaufen den und schicken den jetzt auf Personenlinie 1. Wenn er wieder über das Gleis ist, dann drehen wir ihn um, sodass er direkt den ersten Bahnhof anfahren kann. Und wir können dann auch gleich wieder sagen, er soll erst losfahren, wenn er wirklich voll ist. Ansonsten lohnt sich das ja nicht. Oh, was ist jetzt? Haben wir uns zu zeitig gedreht? Weiß er nicht wohin? Fahrzeug hat Probleme. Moment, wir schauen mal, ob wir hier wieder mit dem Gleis was verbummelt haben. Der ist eigentlich noch vor dem Gleis, das sollte passen. Alles okay. Alles okay, das passt. Hier wartet schon einer, ein Fahrgast. Ich drehe ihn einfach nochmal um. Wir lassen ihn mal ein Stückchen weiterfahren. Vielleicht ist ja einfach hier die paar Meterchen das Problem gewesen. Ja, tatsächlich, jetzt fährt er. Er war anscheinend noch nicht über die Weiche drüber. Gut, wir sagen auch nicht, der soll vollladen. Wir lassen den fahren, so dass die Fahrtgäste erstmal kommen können. So, einer wartet. Und wie sieht's hier aus? Auch einer. Gut, dann müssen wir abwarten, dass sich das jetzt verbessert, herumspricht, dass jetzt neuerdings ein Zug fährt. Ja, sieht ziemlich toll aus hier, diese Landschaft. Haben sie wirklich richtig schön gemacht. So, wir schauen mal. Investiert haben wir in den letzten 3 Jahren richtig viel. Zinsen müssen wir natürlich auch bezahlen. Einnahmen, Eisenbahn. In den ersten Jahren haben wir Profit gemacht. Haben jedoch die Zinsen fast wieder weggefressen. Jetzt müssen wir schauen, ob es in den darauffolgenden Jahren besser läuft. Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch gefällt jetzt das neue Format bzw. die neue Karte. Die ist wirklich anspruchsvoll, wie ich finde. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da oben da.
lasst noch einen netten Kommentar da und dann hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!